Und wir sind wieder zurück bei Fallout 4. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich habe in der letzten Folge, es ist eine sehr lange Folge, ich denke, da gibt es einige, die haben das nicht geguckt, das hier noch aufgebaut, diese kleine Siedlung. Und ich habe hier, wir machen es mal kurz vom Eingang her. Moment. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ja, das freut mich. Etwas fällt mir gerade ein, habe ich noch total vergessen. Und zwar den Spawnpunkt. Den Spawnpunkt. Ich dödel kann ja noch einen Spawnpunkt. Moment. Wo ist der jetzt drin? Ist es hier drin? Sonstiges. Das hier. Kann ich gerade nicht bauen. Weil ich hier schon voll bin. So. Ich weiß, dass ich nur einen pro Ort legen kann. Dankeschön. Ich baue dich so, dass wenn Krieg ist und ich hier hinreise, dass ich dann direkt im Krieg verwickelt bin. Und zwar hier oben hin. So. Gut, mehr kann man, ups, nicht mehr bauen. Ich glaube aber, ein Bett will ich doch noch kurz hinsetzen. Man sieht, die Größe von dem ganzen Geschmäus hier ist schon maximal. Also höher geht es scheinbar nicht mehr. Ah, jetzt ist es gut. Hätte ich gar nicht auseinandernehmen müssen. Also, Eingang, ne? Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Nein, kenne ich nicht. Und ich sehe gerade, dass du, glaube ich, ein neuer Typ bist. Nö. Also, das ist der Eingang hier. Ich muss schon sagen, ich bin stolz drauf. Es sieht ziemlich pompös aus. Also das heißt, wenn da einer einfach reinstürmen möchte, wird er zwangsläufig erschossen. Etwas will ich aber noch ändern. Etwas passt mir nämlich nicht. Ja, man kommt hier fast nicht hoch. Doch, ich lagere dich ein, aber ich stelle ein normales Dings hier so hin. Nein. Dann ist es nämlich gegen innen auch noch ein bisschen geschützt. Das stört mich ein bisschen, wenn es dann nicht vollständig so, naja, geschützt ist. Also, das ist der Eingang, ne? Dann haben wir hier noch ein paar Leute, die das bewachen. Ein Bett hingestellt. Hier und da was zu trinken. Ein bisschen Tomatoes angepflanzt. Und ich habe eigentlich den ganzen, das ganze Gebäude und die ganze Siedlung hier ein bisschen umdacht. Man kann sich hier oben rumbewegen. Wenn dann mehr Siedler kommen, kann ich die noch auf die Posten stellen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Wachstum dann abhängig ist von den Siedlern. Wir werden es dann sehen. Jo, das ist eigentlich so das Große und Ganze. In der vorletzten Folge habe ich, glaube ich, sogar noch gesagt, ich will noch, einen Moment, hier unten was nachgucken gehen. Da hat es nämlich Laserzeugs und so. Ich werde das jetzt nicht machen, weil wir haben anderes zu tun, ne? Spürt ihr auch den frischen Regen auf der Haut? Das kühle Nass auf der nackten Haut. Also, genug Poesie oder möchte gern Poesie. Wir haben noch ein Raid-Problem. Wir haben schon wieder zwei Raid-Probleme. Also, nein, 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 nein. Ich gehe jetzt nach Sanctuary. Oh, ich habe 18 Leute da. Oh, yes. Das funktioniert also doch mit dem Charisma. In irgendeiner Folge habe ich mal gesagt. Ich habe Folgendes gesagt. Die Anzahl Leute in einer Siedlung sind abhängig vom Charisma, das man selbst hat. Das heißt, ich kann 20 Leute maximal in jeder Siedlung drin haben. Wenn ich 10 Charisma habe. Und wenn ich sogar noch einen Wackelkopf finde, es gibt nämlich einen Wackelkopf, der auch noch 1 Charisma gibt, weil es gibt für alles gibt es einen Wackelkopf, dann sollte ich, glaube ich, von 20 auf 21 kommen. So. What the fuck? Mach die Kuh da!
Naja, egal. Hallo. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Ja. Die Minutemen sind immer bereit zu helfen. Wir machen mal. Wow. So. Eine Gruppe wilder Ghule. Ja. Wenn noch mehr... Mhm. Ja. Ich bin dran. Mhm. Bis zur guten Allee. Ich bin froh, wenn ich sie endlich... Da. Tipptopp. Also, wir haben hier oben noch einen. Ich muss gestehen, mein Freund, es fällt mir ein bisschen schwer, da hochzukommen. Wir umgehen das mal ganz gut hier, ne? Es ist eigentlich nicht gedacht, dass man da hochgeht, mein lieber Freund. Ich habe keine Ahnung, was du hier oben machst. Also, was brauchst du? Wie geht es dir? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Okay. Ich will nichts mit ihm tauschen, ich will reden. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar. Verstehe ich nicht. Na gut, ich wollte noch was anderes hier machen. Genau, Zigaretten. Ich wollte noch Zigaretten kaufen. Kaufen. Ivo, ich wollte hier rausnehmen. Werkstatt. Unter Z für Zigaretten. Ich bin froh, dass es so lange nach unten geht. Hui. Päckchen Zigaretten vielleicht noch. Könnte auch noch eins sein. Zigarettenkiste nehmen. Meine ganzen... Ups, nein, ja. Also das, ich denke, es ist bei den Hilfsmitteln drin. Päckchen. Bei Schrott ist es ganz bestimmt nicht drin. Bei Mods ist es auch ganz bestimmt nicht drin. Ein Päckchen Zigarette. P für Päckchen. Eine Schachtel Zigaretten. Schachtel. S ist es. Bin ich jetzt an S vorbei? Ich hab's gerade nicht im Griff. Stealth Boy, Stimpaks, das ist es nicht. Kleidung. Waffen. Werkstatt. Wir gehen nochmal runter zu S. Komm, liebes S, komm. Schachbrett. Ah, Schachtelzigaretten, ich bin sogar drauf. Gut. Dann gehen wir mal ganz kurz zu... Diamond City. Dann verkaufe ich die Zigaretten mal. Und ich glaube, ich freunde mich mit dieser Piper an. Die ist Zeitungsjournalistin. Und in der vorletzten Folge hat Preston gesagt, dass der Bürgermeister von Diamond City die Minutemen nicht so gut fand. Obwohl die Minutemen eigentlich für die Freiheit kämpfen. Piper hat mit dem Bürgermeister von Diamond City auch ein Problem. Was für mich also heißt, dass der Bürgermeister vielleicht krumme Dinger dreht und ein bisschen Diktator spielt. Natürlich mal ganz kurz Piper hier. Die Story des Jahrhunderts, da kommen wir gleich dazu. Ich will, oh, das ist eins zu weit rechts. Wir nehmen den hier. Ein weiter links. Die haben ja alle schon geschlossen. Diese Sauläden hier. Wollen kein Geld verdienen, was? Na gut. Dann gehen wir halt zu Piper höchstpersönlich, meine Liebe. Das ist nämlich eine hübsche Frau. Und ich habe gesehen, mit Preston kann ich in eine Beziehung. Du bist auch einer von den Guten, weißt du? Warum? Das hast du mir schon einmal gesagt. Warum fängst du jetzt wieder damit an? Ich bin mir nicht sicher, ob du das auch wirklich verstehst, wie ungewöhnlich du bist. Ich glaube, du weißt, dass ich dich wirklich respektieren gelernt habe, seit wir uns kennen. Als Anführer und als Freund. Die meisten Menschen schauen am Ende doch nur auf sich. Auch die Guten. Aber du bist anders. Du sorgst dich wirklich um deine Mitmenschen. Auch wenn es unbequem oder sogar gefährlich ist. Ich habe mehr als einmal gesehen, wie du dein Leben riskiert hast, um Menschen zu helfen, weil du es einfach für das Richtige gehalten hast. Ich wollte dir nur sagen, dass du damit etwas erreichst. Dass du wirklich etwas veränderst.
Ich könnte flirten. Folge deinem Beispiel. Ja, machen wir das. Du hast dich gerade selbst beschrieben, Preston. Ich hoffe, dir ist das bewusst. Wir sind ja wirklich richtige Fans voneinander, nicht wahr? Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Und danke. Einigen wir uns darauf, dass wir beide in Zukunft darauf achten, okay? Gut, genug geplaudert, nicht wahr? Richtig, ich könnte mit ihm flirten, das ne? Ja, ein bisschen zu früh. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue? Warum nennst du mich Blue, meine Liebe? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Jetzt flirten wir. Also, was gehört dazu? Wir wollen ein bisschen mehr Info zuerst mal. Was soll das für ein Interview werden? Ich frage dich, wer du bist, was du vom Leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige Fragen, um es interessant zu halten. Was meinst du? Wir geben das Interview mal. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Wir waren im Kälteschlaf. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Ich könnte sagen, ist scheiße. Es gibt mir Hoffnung. Dass es sowas gibt, dass eine Stadt erbaut wurde, das gibt mir durchaus Hoffnung. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Jetzt die große Frage. Warum bist du nach Diamond City gekommen? Du suchst jemanden, nicht wahr? Wer ist es? Eine neue Frau. Nein, ich bin ja eigentlich noch in Trauer. Meine gute alte Frau ist ja... tot. Sean. Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Ich würde nicht die Hoffnung verlieren. So wie ich nicht die Hoffnung verliere, dass meine Frau noch lebt. Und Sean auch noch lebt. Obwohl Sean die besseren Chancen hat als meine alte, liebe Frau. Was? Kein Kommentar? Doch, ich probiere da gerade ein bisschen Stimmung hier reinzubringen. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Du hast so süße Sommersprossen, meine liebe Piper. Also, ich nehme die gute Dame Piper. Mal mit. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ich würde gerne, ja. Gehen wir. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Hör gut auf ihn, Piper.
Er wird dich von allen Gefahren fernhalten. Keine Schwierigkeiten? Pff, wo wäre denn da der Spaß? Oh, guck sie aber böse. Die Burg, mein Preston, du wirst die Burg ein bisschen auf Vordermann bringen. Für etwas bist du ja ein Minuteman. Jawohl. Meine liebe Piper, jetzt zeige ich mal, was für ein charmanter Mann ich bin. Also, wir haben noch ein paar Missionen offen. Ich habe nämlich gesehen, wenn wir diesen Siedlern helfen, dann steht da jedes Mal... Hallo, Sir. Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. Ist es das? Ich will noch ganz kurz was umstellen. Ich habe jetzt den allgemeinen Untertitel reingenommen, dass wenn sie was sagt, dann sieht man es trotzdem noch unten, selbst wenn man es nicht hört, das Gesprochene. Cool Problem. Warte mal, ist hier gar nicht so weit weg. Wir gehen so raus. Ja. Piper. Ob man auch mit ihr eine Beziehung eingehen kann? Und dann ist die Frage, wenn ich dann die Schnauze voll habe nach 200 Folgen von Piper und ich eine andere schöne Frau treffe, kann ich dann mit ihr auch eine Beziehung eingehen? Das wäre doch mal schön. Oder vielleicht sogar mit Button. Wir lassen den Gedanken mal. Das klappt so oder so nicht. Das klappt nie. Es lädt wieder ein bisschen lange. Ja. Dankeschön. Hä? Wir sind... Es ballert wieder. Aus allen Rohren. Wie gehen wir hier außen rum? Piper wird mir schon folgen. Wir kämpfen wahrscheinlich wieder gegen die Supermutanten. Die haben immer Probleme mit den Supermutanten. Ja, wie gesagt. Mit den Supermutanten. Arsch. Warte, wie viele Punkte habe ich jetzt? Nur den einen hier. Was war das? Der hat auf dich geballert, meine Liebe. Das finde ich gut. Und runter. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug gäbe. Ich nehme es nicht mit, wenn ich es nicht verwenden könnte. Meine liebe Piper. Ich kann alles verwenden. Ein Spielzeugauto aus Wänden. Umgekehrt. Eine Wand aus Spielzeugautos. Da wären wir schon. Beim Thema Spielzeugautos. Kreide. Warum haben die da einen Punkt hingekreidet? Haben wir geguckt, ob er länger wird, wenn sie ihn auf dem Kopf aufhängen? Ey, was der Fuck? Der fischt mit seinem eigenen Schädel? In diesem Spiel wird Sarkasmus aber riesengroß geschrieben. Kannst du mal da runtergehen? Ich würde... Mann! Ich kann ja auf dir stehen. Sachen gibt's. Oh ja, ich freue mich, wenn ihr aufsteht. Du lebst sicher. Nein. Meine andere. Du lebst! Ja. Der lebt. Nein, ich mach's doch nicht das Wasser trinken! Warum trinkst du jedes Mal das Wasser? Ich werde das. Ich hasse die. Oh. Und da. So, ich will mal ganz kurz, das kann ich eigentlich wieder ein bisschen zurücknehmen. Obwohl, was ist angenehmer? Ein bisschen näher ist gut. Für die Leute, die auf einem Handy gucken.
Was wollte ich? Hilfsmittel, ne? Ich brauche keinen Schutz, das muss man ein bisschen weg hier. So. Wir machen direkt zwei. Schwinde, Radioaktivität, schwinde. Und jetzt mampfen wir Myrolog-Fleisch. Ist es nicht köstlich. Wir machen noch ein Level up. Charisma ist auch noch eins hoch. Bald haben wir es ganz oben. Das nächste Ziel in meiner Hauptstadt wird dann sein, dort Verkaufsstellen einzurichten, wo Leute dann was kaufen können. Weil scheinbar kann ich da dann noch ein bisschen Kronkorken verdienen, weil es ja meine Siedlung ist eigentlich. Kann ich hier durchschlagen? Nein. Wir sind hier nicht allein, du. Nein, wirklich, wir sind nicht alleine. Ich nenne dich jetzt den Red. Red und Blue. Das soll ich vielleicht lassen. Ein Spachtel. Red und Blue sind. Oh nein, da kriege ich wieder GEMA-Probleme wegen dieser Musik. Siehst du ihn doch? Er steht direkt vor meinem Gesicht. Ich höre noch einen. Das war und ist nicht der einzige von diesen Elenden. Du bist sehr zielsicher, meine liebe Piper. Das finde ich ganz gut. Wir gehen hier mal weiter. Das ist radioaktiv verseucht. Frostschutzmittel. Das trinke ich so gerne. Was machst du da mit dieser Barriere? Das sind aber auch wieder... Pass auf meine Gliedmaßen auf, Blue. Wilde Ghule. Ja, was wollen sie denn machen? Die abbeißen? Wir verteidigen dieses Tor. Komme, was wolle. Sind noch nicht alle. Die Spur verloren. Du hast die Spur verloren, er steht vor deiner Fresse. Hast du das Journalisten auch zum Alltag gehört? Hast du das gemacht? Warte, ist ja echt wacker geschlagen, Blue. Na, herzliches Dankeschön. Ich gebe mir auch mega Mühe, dich die ganze Zeit zu beeindrucken. Weil ich bin schon sehr lange Single. Okay. Voltec. Yay, eine Gabel. Gib mir Stahl, wenn ich sie kriege. Du, elendes... Ich würde gerne die Gabel, danke, ich würde nehmen. Hier war doch noch ein Ghoul. Hast du den auch schon getötet? Tanzen? Gut, tanzen wir! Oder? Nö, woher auch? Bramschädel. Jetzt wieder ein X. Darf ich mal fragen, warum du überall hier X'e machst? Eine Garotte. Das klingt doch mal lecker. Warte mal, hier tritt irgendwas aus. Moment mal. Ja, ich wusste es. Man hat seine Luft gesehen. So, ist jetzt wieder gut hier. Ist wieder ein Kreuz. Vielleicht bedeutet das Kreuz doch noch was. Ich gehe der Sache mal nach. Ich folge einfach den Kreuzen. Vielleicht führen die mich auch raus. Das wäre es natürlich. Was ist das eigentlich für ein Ort hier, Mensch? Ein Hund? Oh, wieder ein Kreuz. Bedeutet es auch einfach nichts. Terpentin. Rattengift ist es, kein Terpentin. Das Ding ist besser erhalten als erwartet. Und von welchem Ding sprichst du? Wie schön.
Ich hoffe nicht von meinem 200 Jahre alten Ding, weil sonst bin ich ein bisschen gekränkt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Witz bringen darf oder nicht. Ich bin ja eigentlich noch verheiratet. Ich weiß ja nicht, ob ich Witwer bin oder nicht. Wilder Ghoul mit einem Karton auf dem Kopf. Eine Blechdose. Sein gesamter Besitz. Ja, der ist ja kaum zu übersehen. Alles. Gar nicht. Was ist das denn? Ja, also. Oh, Schlossknacken ist dauerhaft einfacher. Na, Halleluja. Das war's dann wohl für dich. Moment, du hast Munition dabei? Warum tragen die Leute hier teilweise Munition? Na gut, ich weiß ja nicht, was das für Leute waren, bevor sie zum Ghoul wurden. Ups. Es gibt scheinbar wirklich Ghule, die sind am Strom doof, ja. So wie die Ghule hier. Und dann, ups. Gibt's Ghule, die sind doch ein bisschen cleverer unterwegs. Die haben sich angepasst, die Menschen. Ich glaube, hier werden wir noch ein ganz gute Gegenstände kommen. Du kommst da nicht raus, ne? Ah, doch. Kann ich die nicht auf die Beine? Es geht nicht. Das wird jetzt scheiße. Wir hauen mal eine Spritze rein. Ich habe geheime Fähigkeiten, mein lieber Piper. Jetzt wieder ein Kreuz. Was haben diese scheiß Kreuze zu bedeuten? Ich will wieder mal einen Wackelkopf finden. Ich finde die cool. Das machen wir halt mit. Na gut. Yay, noch mehr Dosen. Ich bin Dosen. Das sind zwei Kreuze. Steht das Kreuz immer für eine gestorbene Person? Kann das sein? Machete. Vielleicht bedeutet es wirklich einfach nichts. Vielleicht steht es wirklich einfach für nichts. Und eben einfach für die Anzahl der Personen, die gestorben sind oder wo sie gestorben sind, wo ein Skelett ist. Ich habe aber irgendwie einfach so das Gefühl, da muss noch was sein. Kann es mir fast nicht vorstellen. Kochplatte. Ein Bäcker. Na, den nehmen wir doch mit. Ekelkakerlack. Ich nehme das Fleisch mal. Nein, ich will nicht trinken. Direkt wo noch die Kakerlake drin gestorben ist. Sieht ja mega gesund aus, das Wasser. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich Hepatitis B oder so. Oder F oder G, Z, K oder was auch immer. Irgendeine Hepatitis habe ich. Ganz sicher. Da trinkt doch kein normaler Mensch von diesem Wasser. Warum die Option überhaupt besteht? Wahrscheinlich nur, um mich zu nerven. Ich denke nur deswegen. Ich bin mir sicher. Oh, jetzt lädt es wieder ein Stück.
Ich bin mir am Überlegen, ob ich das rausschneiden soll, aber das ist mega aufwendig. Naja, ein Teil davon. Das hier mal. Das können wir vielleicht kürzen, wenn ich es nicht vergesse. Es donnert und kracht. Wie eine Menschenpracht. Wir gehen mal die 35 Meter, die ich noch gehen muss. Hier bist schon der Bürgermeister. Weitergehen. Ach, halt's Maul. Wo muss ich denn hier hin? Nur zur Hölle, ich sehe die Person. Uah! Kakerlakenfleisch, herrlich. Was ist das jetzt? Moment. Sonstiges gibt's hier nicht. Cool-Probleme. Die sind beide hier drin. Was ist das denn? Also, Summer's Place. Da muss ich mich da auch noch drum kümmern. Das machen wir aber nicht jetzt. Ich habe gerade noch im Augenwinkel gesehen, dass es da noch einen Vault gibt, wo ich eigentlich auch noch hin sollte. Zu viel. Zu viel, dass ich noch machen muss. Aber eins nach dem anderen. Zuerst mal hier die Mission abgeben und dann mal schauen, ob das Piper gefällt. Wenn ja, treiben wir das Ganze noch ein bisschen voran. Oh ja. Aber natürlich ohne Hintergedanken. Ich bin doch nicht so einer, der irgendwelche schmutzigen Hintergedanken hat. Ich doch nicht. Also, Kronkorken, Machete, Molotow, upsala, Raketenwerfer muss noch weg, Splitter setzen wir da, Impro, das nehme ich alles in der Baufolge mal auseinander, oh, das wird so richtig viel Metall, wenn ich das Ganze in der Baufolge mal auseinander nehme. Kampfrüstung, Harnisch, linker Arm, Kapitänsmütze, ein Piper hat schon eine schöne Mütze. Ich hätte ihr sonst die Kapitänsmütze aufgesetzt. Dann sieht sie sicher heiß aus damit. Melone, das kommt weg. Dich habe ich momentan auch nicht an, von dem her passt das gut. Wie viel habe ich hier eigentlich schon verbaut in Sanctuary Hill? Achso, ja, da geht noch was. Bautechnisch. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Kronkorken. Gut. Jetzt muss ich, glaube ich, zu Preston. Ich weiß, dass ein Rekrutierungsstrahl da, pipapo, aber lassen wir das mal. Ich stehe jetzt immer noch da oben drauf. Der steht immer noch da oben drauf. Ich habe keine Ahnung, wie ihr zur Hölle da hochgekommen seid. Das ist mir ein Rätsel. Also ich probiere es trotzdem nochmal. Ja? Können wir ein paar Sachen tauschen? Ich verstehe es nicht. Es zeigt mir an, ich sollte dir helfen. Kannst du jetzt runter? Nö. Was ist, wenn ich dich einfach runterschubse? Hi, wie geht es dir? Gut, ich probiere dich gerade runterzuschubsen, aber das klappt nicht so, wie ich will. Upsala. Du stolperst immer ein bisschen in die falsche Richtung. Komm. Ich will dich nicht hochlaufen, nicht. Du. Idiot. Los! Hier runter! Genau dahin! Was? Genau dahin! Ja! Und jetzt nochmal! Noch ganz wenig! Komm schon! Die Kuh hat's verstanden! Los! Es fehlt nicht mehr viel!
Nein, falsche Richtung. Jawohl, jetzt. Ja, du schaffst es. Ja. Halleluja. Bist du unten angekommen? Kann ich jetzt noch mal? Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Geht immer noch nicht. Sprich mit Preston. Wir gehen mal ganz kurz pennen. In der Hoffnung, dass mir das was bringt. Habe ich hier eigentlich auch mal ein Bett reingenommen? Nein. Ich lege mich dann ganz kurz irgendwo schlafen. Hier. Für 7 Stunden. Dann sollte Preston hier auch angekommen sein. Dann gebe ich die Mission ab und dann will ich mal gucken, ob steht, das hat Piper gefallen. Wenn ja, kann ich so ihre Gunst erwerben. Jawohl. Ja, 2 Stunden noch. Uah. Haben wir zusammen gekuschelt? Wahrscheinlich schon. Er hat sich in der Nacht zu mir hingelegt. Immer wohl kalt. Ohne Witz, seid ihr jetzt wie... Das, was zum Teufel? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ich möchte keine Sachen tauschen. Ich möchte mit dem Idioten quatschen, aber der will nicht. Wo ist Preston? Naja, Preston ist ja in der Burg. Ach, ich bin so ein Vogel. So ein Vogel. Das kommt gut. Dann, ja, was mache ich in der nächsten Folge? Weitere Missionen, um die Siedler zu befreien? Ich glaube schon. Wenn's Piper gefällt, glaube ich, werde ich das. Jeder im Commonwealth wissen, dass die Minutemen wieder da sind. Das ist absolut korrekt. Boah! Wahrscheinlich wieder ein Supermutant. Was jetzt? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Hallo, ihr hört Radio Freedom, den Sender für das gesamte Commonwealth. Radio Freedom. Achtung. Aufgepasst. Was gibt's denn zu tun? Reden. Piper. Weißt du, du siehst aus, als könntest du das hier wirklich brauchen. Die Dinge haben mir buchstäblich das Leben gerettet. Meinung? Was meinst du? Hübsch. Zumindest das, was noch übrig ist. Das ist erstmal alles. Okay. Ja, wir machen an dieser Stelle eine Pause und dann mache ich doch noch ein paar Missionen, um herauszufinden, was Piper gefällt und was nicht. Ich habe ein neues Lebensziel. Ha. In der nächsten Folge von Fallout 4 werden wir das vorantreiben. Ich freue mich darauf. Bis dann.